Hallo, ich bin Carsten in Hilden. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Ich bin heute mal wieder auf dem Neanderlandsteig unterwegs. Heute ist dann die Etappe von Hilden nach Düsseldorf-Garrard dran. Ja, und wie ihr seht, habe ich einen Poncho an. Es ist heute gar nicht so schönes Wetter, aber es ist warm und ich hatte Lust zu laufen. Also bin ich raus. Da wir heute recht nasses Wetter haben, habe ich auch das externe Mikrofon von der Kamera nicht mitgenommen, weil bei dem nassen Wetter muss ich ständig die Kamera wegpacken und da hätte es dann doch gestört. Aber ich denke mal, es ist nicht allzu windig, da sollte das dann heute auch mal so gehen. Und hier mitten im Wald gibt es dann, was ich klasse finde, ein Waldklassenzimmer. Hier gibt es einiges Interessantes zu sehen. Hier zum Beispiel, wie die Kompostierung funktioniert, was es für einheimische Pilze hier auf unseren Totholzstämmen gibt. Oder hier steht ein Insektenhotel, wie das funktioniert. Schon eine tolle Sache. Ja, und hier mitten im Wald ist dann plötzlich auf einmal ein Drehkreuz. Und das hat folgende Bewandtnis. Wir befinden uns jetzt hier in einem Privatwald und hier gibt es auch so einiges an Wild, was natürlich besonders geschützt werden soll. Und deshalb ist das Gebiet hier natürlich eingezäunt. Mal schauen, vielleicht haben wir Glück und sehen vielleicht ein Wildschwein. Ja, hier dieser Privatwald, also ist eigentlich mehr einem Park ähnlich als einem Wald. Ja, nur nichtsdestotrotz, der Weg geht hier lang. Ja, ich bin echt froh, es hat aufgehört zu regnen. Ich hoffe mal, das bleibt noch eine Weile so. Ja, in den letzten Tagen hat es ja recht viel geregnet und jetzt kommt die Sonne raus und da kann man hier auf dem Feld schön sehen, wie jetzt hier das Wasser verdunstet.
Auf der Etappe heute gibt es recht wenig Höhenmeter zu überwinden und man ist eigentlich die meiste Zeit im Wald. Jetzt so das letzte Stück der Etappe wird dann jetzt ein bisschen offener. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, weil durch die Regenfälle der letzten Tage sind hier teilweise kleine Tümpel entstanden und da möchte ich natürlich nicht durchlaufen. Ja, das Gras hier ist auch schön nass, aber was soll's, ist warm. Ja, die letzten regnerischen Tage, die haben mir wirklich ihre Spuren hinterlassen. Ja, man braucht auf jeden Fall hier Schuhe mit einer vernünftigen Sohle, weil jetzt geht es hier die ganze Zeit schön am Bach entlang und der Weg ist nicht wirklich breit ausgebaut. Beziehungsweise der ist dann doch schon gut weggespült. Ja, super. Wie soll man denn jetzt hier vernünftig durchkommen? Jetzt wäre schön, Stöcke zu haben. Wisst ihr, was scheiße ist? Aber mal so richtig. Nicht, dass ich da hinten vorhin ausgerutscht bin. Nö. Oder dass die Kamera ein bisschen dreckig geworden ist. Auch nicht weiter schlimm. Aber was richtig scheiße ist, kann man ja nicht verloren. Na okay. Ist ja eigentlich nur ein Handy. Das Blöde ist nur, das Ding ist gerade mal 2 Wochen alt. Ja, ich bin dann natürlich wieder zurück zu der Stelle, wo ich gefallen bin. Da war nichts zu finden. Und dann bin ich noch ein ganz schönes Stück wieder zurückgegangen. Also insgesamt bin ich die Strecke dann, glaube ich, jetzt bald 2,5 Mal gelaufen. Weil normalerweise sind das 11,5 Kilometer. Ich habe gerade nachgeschaut. Also ich habe bis jetzt 27 Kilometer auf der Uhr. Na gut. Ja, ich bin dann jetzt auch bald am Auto zurück. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.